Herzlich willkommen in der italienischen Küche von Hobbykoch Gourmet. Richtig, wie ihr der Überschrift schon entnommen habt, werden wir heute italienisch kochen. Wir werden heute Spaghetti kochen. Spaghetti Aiole e Aiole, sprich in dem Fall mit Knoblauch und Öl. Beim Italiener natürlich Olivenöl. Wie gesagt, das ist ein Lieblingsgericht von Frank Rosin. Wir werden es heute machen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das Grundrezept geht. Wer bis zum Schluss da bleibt, erfährt dann noch ein paar Vorschläge, wie man das alles noch ein bisschen verfeinern und veredeln kann. Bleibt da, aber jetzt geht's zum Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Heute benötigen wir 400 Gramm Spaghetti, 2 Peperoni klein geschnittene, 150 Milliliter Olivenöl, 4 Knoblauchzehen klein geschnittene, ein Bund Petersilie klein geschnitten und etwas Salz. Als erstes nehmt ihr einen Topf und füllt den mit Wasser. Faustregel: Für 100 Gramm Spaghetti braucht ihr 1 Liter Wasser zum Abkochen. Sprich, wir brauchen für 400 Gramm Spaghetti 4 Liter Wasser. Also einen Topf, der 4 Liter Wasser fasst, den geht er her, den bringt er zum Kochen und gibt vorher eine Prise Salz dazu. Wenn euer Nudelwasser kocht, dann gebt ihr jetzt eure Spaghetti rein. So, und weil wir jetzt Platz brauchen, schieben wir das alles auf die andere Platte. Lassen die Nudeln kochen und machen jetzt mal weiter. Wir brauchen jetzt eine Pfanne. Ihr stellt die Pfanne jetzt auf kleiner Hitze ein und gebt dann euer Öl dazu und eure 4 Knoblauchzehen. Und das lasst jetzt auf kleiner Hitze erwärmen. Wenn ihr das Ganze 2-3 Minuten habt erwärmen lassen, gebt ihr jetzt eure 2 kleingeschnittenen Peperoni dazu. Wichtig ist, dass eure Knoblauchzehen nicht braun werden, sonst werden sie nämlich ein bisschen bitter. Nach weiteren 2-3 Minuten geht ihr jetzt her, nehmt von eurem kochenden Nudelwasser 2 Esslöffel Wasser raus und gebt das Nudelwasser dann in den Topf dazu. Dann gebt ihr dem Ganzen jetzt ein bisschen Salz dazu. Und jetzt mischt ihr eure Petersilie drunter. Mittlerweile dürften eure Spaghetti al dente sein. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt gehen wir her, fischen direkt aus dem Nudeltopf die Spaghetti. Geben wir sie dazu, nicht abschrecken, nichts machen, sondern so, wie ihr sie jetzt rausfischt aus dem Topf, gebt ihr sie in die Pfanne. Und jetzt geht er her und vermischt das Ganze. Und jetzt solltet ihr das Ganze schnell anrichten. Das ganze bisschen dekoriert mit dem Parmesankäse. Sieht doch richtig lecker aus, oder? Super, dass du wirklich bis zum Schluss dabei geblieben bist. Das freut mich. Jetzt gibt es auch ein paar Tipps. Wie gesagt, der Frank Rosin hat es gern als eines seiner Leibgerichte. Allerdings mit einer Veränderung. Er nimmt eine halbe Zitrone noch dazu. Also den Saft von einer halben Zitrone. Ist auch eine Variation, wie man es machen kann. In der Originalrezept, wie ich es gefunden habe, gibt es allerdings auch Variationen in Italien. Zum Beispiel nehmen die auch Scampis dazu. Dann kann man noch ein bisschen anderer Geschmack, dann ist es nicht ganz so trocken, sag ich mal. Ja?
Genauso kann ich mir vorstellen, dass man Lachs dazu machen kann. Und wenn ihr mein Video gesehen habt, wo ich French Toast gemacht habe mit Spinat, was ihr nicht gesehen habt, hier ist der Link dazu. Den Spinat habe ich auch mit Knoblauch angemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch Knoblauch drunter mischen kann. Ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, dass man Lachs und Spinat drunter mischen kann und dann ein ganz besonderes Gericht hat. Ich würde sagen, probier es einfach mal aus. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich über positive Bewertung, sprich einen Daumen nach oben freuen. Wer es nicht machen kann, kann Kanal gerne abonnieren. Mich freut immer, wenn wir noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Ansonsten bleibt mir bloß noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Tschaußen!